So, Leute, ich bin's wieder, euer Grand Warlord hier. Heute für euch ein neues Video und ich denke, für die Zombie-Fans unter uns kann es sehr spannend werden. Und zwar hat mir Fabi eine Nachricht vor Facebook geschrieben: Hey Benny, check das mal ab. Das war ein Artikel auf Charlie Intel, sorry. Und da hat er entdeckt, beziehungsweise der Typ von Charlie Intel, ich weiß nicht, wer das ist, hat ein Poster auf Comeback entdeckt. Und auf diesem Poster sieht jetzt im Hintergrund, ist ein Zombie abgebildet und die Aufschrift, beziehungsweise es trägt den Titel Zombies in Lagos. So, jetzt kann man sich überlegen, Zombies in Lagos. Ich habe es mal gegoogelt, da habe ich jetzt nichts Interessantes drüber gefunden. Was ich vermute, beziehungsweise ein paar Vermutungen, die ich habe, die erste Vermutung halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber Sledgehammer Games hat sich gedacht, ja, hauen wir einfach ein Zombie-Plakat rein, verarschen ihn ein bisschen und lachen uns einen ab. Glaube ich nicht. Das zweite, was ich schon deutlich, ja, wahrscheinlicher sehe, dass theoretisch passieren könnte, ist, dass vielleicht die erste Zombie-Karte im eigenen Zombie-Modus, der vielleicht, ist wie gesagt alles nur Spekulation, im ersten DLC kommen wird, weil die haben ja jetzt in letzter Zeit sehr viel über Zombie angekündigt. Der GameStop, ich werde es jetzt verlinken auch, hat ja in der Pressekonferenz oder was es war angekündigt, dass Zombies im ersten DLC eine sehr große Rolle haben werden. Und da dachte ich mir ja, wenn Zombies jetzt eh so im Gespräch sind, vielleicht ist Lagos auch die erste Zombie-Karte. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist Lagos auch einfach eine neue Multiplayer-Karte, die dazukommt, wo es auch wieder nur eine Zombie-Welle gibt, ich weiß es nicht. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, und dann gehen wir weiter mit zum zweiten Hinweis. Zweiter Hinweis befindet sich auf Detroit, und zwar muss man da auf den Herrschaftspunkt B am besten mit einer Sniper, dann sieht man hinter so einer, ja, wie nennt man das, hinter so einem abgegrenzten Bereich, beziehungsweise hinter der Map, einfach neben der Karte, seht ihr da eine Werbetafel und dort findet ihr die Buchstaben DG und die Zahl 2, was zusammen die DG2 Wunderwaffe ergibt. Aus, wo war sie überall dabei, Black Ops 1, weiß ich sicher, auf Call of the Dead habe ich die das erste Mal gespielt, und wer weiß, ob das auch ein Hinweis ist, ob vielleicht die Zone da hinten ein verseuchtes Gebiet ist, ich weiß es nicht. Und so viel dazu. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr von den Hinweisen haltet. Kann man die ernst nehmen? Totaler Schwachsinn. Würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Grand Warlord.